Emotion pur, die größte Seat-, Opel- und Honda-Autoshow im Raum Köln-Bonn. Autohaus Langer, direkt an der A3 in Lohmar. Pünktlich zum Ferienbeginn in NRW häufen sich auf den Autobahnen die Staus in Richtung Süden. Mit dem vollgepackten Auto geht es in den Familienurlaub. Aber genau das ist der Grund für die ansteigenden Unfallzahlen in den Ferienzeiten. Die Polizei versucht mit dem Programm Sicher in den Urlaub durch erhöhte Fahrzeugkontrollen auf das Risiko des vollgeladenen Urlaubsautos hinzuweisen. Auf der Raststätte Siegburg an der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt wurde am ersten Sommerferientag 2013 genau so eine Kontrollstation eingerichtet. Polizeipräsident Wolfgang Albers berichtet über den Sinn hinter den Kontrollen. Insofern führen wir heute hier unter dem Motto Sicher in den Urlaub einmal Kontrollen durch, geben auch Präventionshinweise, weil eben heute Urlaubsbeginn ist. Viele Menschen, 17 Millionen in Nordrhein-Westfalen, begeben sich in den Urlaub. Davon fahren viele mit dem Pkw in den Urlaub und eben großenteils auch mit Gespannen. Das heißt, sie fahren einmal im Jahr plötzlich mit Hänger. Das ist ein anderes Fahrverhalten, ein anderes Bremsverhalten, ein anderes Beschleunigungsverhalten. Und wir kontrollieren, ob die Fahrzeuge im ordnungsgemäßen Zustand sind und nicht überladen sind. Wir haben eben ein Gespann kontrolliert, das hatte rund eine Tonne überladen. Das führt natürlich zu erheblichen Abweichungen im Fahrverhalten und dafür ist das Fahrzeug auch nicht zugelassen. Wir tun dies nicht, um Bürger zu schikanieren, sondern wir tun das, damit die Menschen sicher in den Urlaub kommen und sicher wieder nach Hause kommen. Trotz der vielen Staus und den Kontrollen reagierten die meisten Autofahrer positiv.